So, gestern Waldgeist war ziemlich geil. Tag 3. Dritter Messetag geht jetzt los. Wir werden jetzt gleich losfahren. Heute sogar halbwegs pünktlich. Aber das Problem ist, wir haben keinen Bäcker auf dem Weg. Und wir würden gerne jeden Baum was essen. Wie den anderen Menschen auch. Erik sieht wieder richtig hübsch aus. Wir fahren jetzt gleich zur Messe. Hoffentlich in dem Büroraum, wenn auch den restlichen Videokram zu YouTube hochschmeißen. Und heute haben wir uns entschieden, wir entscheiden spontan, wollen aber auch ein bisschen entspannter machen, wir wollen heute mal selber als Gast auch mal die ganzen PAs hören, die Elacoustics Lisa, gibt es eine Vorführung, also wir wollen ja auch selber ein bisschen was von der Messe haben, ihr versteht schon. So, es ist 11:30, wir sind noch ein bisschen am Frühstücken und müssen heute komischerweise in der Tiefgarage parken, warum auch immer, aber Jan auch, obwohl die schon um 9 hier waren. Wo ich mich frage, liebe Messe, warum ändert man sowas, dass man von P4 auf einmal die Presse hier runterschickt? Also, es hat auch gut funktioniert. Warum ändert man sowas? Ich verstehe das nicht. Aber wir machen jetzt einen entspannten, gehen jetzt mal zur Sound Area, hören uns ein paar Sachen an und werden dort Kim und wahrscheinlich auch den Mike Hoffmann treffen. Bis dann. Ich dachte mir gerade so, what the fuck, dieser fette Sound kommt von dieser ganz kleinen Minisäule. Axiom heißt die. Total krasses Teil. Also das Stage-Team ist wirklich sehr mobil. Man betrachtet das Panel und den Fuß. Aber das geht schnell. Ja, danke. Ach so, Hansen muss auch aufpassen. Hier, das muss ab, das muss ab. Nee. Voll der Aufwand hier wird hier betrieben. Wissen Sie, Bild, Für keine eine Sorge. LED-Bar. Am besten so oder mit so. Egal, wer kommt einfach weg. Aber mit Sonnenbrille. Man in Black. In diesem Video zeigen wir euch die neue Eurolight SDP10, was sie kann, wie sie aussieht. Das ist gerade jetzt. Kannst du mal eine andere Variation machen? Immer dasselbe. Okay. Jan verarscht mich gerade mit dem, aber wow, das ist trotzdem, Alter, das knallt trotzdem ganz schön wie. Jan bei der Arbeit. Verlaber dich, verlaber dich, verlaber dich. Nein, es läuft. So, ich bin jetzt mal kurz am Auto. Hund auch einen Laptop und so weiter. Wir haben es ungefähr jetzt um 1 oder so und werde noch schnell den Vlog zu Ende schneiden, Voice Akustik Video und so weiter. Muss ja alles für euch online kommen. Und heute haben wir uns auch gedacht, wir machen heute nicht ganz so viele Standvideos und irgendwelche Drehen. Drehen? Drehs? Einfach aus dem Grund, weil wir selber mal was von der Messe sehen wollen. Weil wenn du bloß Videos drehst und durch die Gegend rennst und so weiter, siehst du von der Messe irgendwie gefühlt gar nichts. Und kannst halt auf irgendwas, also nie auf irgendwas konzentrieren. Deswegen machen wir heute so einen entspannten Tag. Wir werden ein bisschen rüberlaufen. 15:30 ist sowieso wieder ein Livestream und dementsprechend haben wir heute trotzdem noch ein bisschen Arbeit. Aber jetzt erstmal ein bisschen entspannt, Video schneiden, dann noch ein bisschen laufen und dann geht's auch schon los. So, wir sind jetzt bei Laser World mit DJ Azazo. Hast du dich ausgesprochen? Ja, absolut korrekt. Kann man machen. Kannst du aussprechen, wie du willst. Okay, mach ich. Wir haben gerade schon Essen. Ich schaue das mal an, wir sind Heidi und genieße das Burger-Treffen und den Livestream, der gleich stattfinden wird. Hast du schon Bock? Ja, klar. Ja, ne. Mega. Guck dir mal an, das ist ganz gut. Bis dann. So, ich hatte schon dabei, mit dem Norbert den Livestream zu starten von Laserworld oder auch von Laserworld. Das wird, glaube ich, eine ziemlich entspannte Runde. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich denke mal, die Aufzeichnung wird immer noch sichtbar sein. So, hier ist ein bisschen eine Standparty bei Madrix. Wir haben eine ganze Menge abgedreht, vor allem für Madrix selber und für Stage und für alle Beteiligten. Und hier ist noch ein bisschen Action. Wir werden wahrscheinlich gleich noch zu Voice Akustik gehen, weil die auch noch ein bisschen Party machen. Das wird, glaube ich, noch ein langer Abend. Oder auch nicht? Ich weiß es gar nicht. Wir haben über das Essen zugehen und dann überlegt, Party zu machen. Das ist alles ganz. Wir haben so viele Möglichkeiten. So, wir wollen jetzt zu Voice und warten wie immer mal auf Jan. Und die andere Crew, die kommen nicht aus dem Knick. Was soll das? Wir sind einfach schon rausgegangen und dachten uns, okay, die kommen bestimmt hinterher. Und jetzt kommen sie da angewackelt. Was soll denn die Scheiße? Warum habt ihr so ewig. Wieso bist du eigentlich schon wieder am Vloggen? Und war. Was war das? Echt mal. Da so ein Kuh, ich war zuerst da. Nee. Doch. Wir sind ein, wieso steht da eigentlich drauf, wo man irgendwie hin kann? Wir sind also, in der unmöglich leisen Live-Sound-Area. Und was ist eigentlich mit, was ist mit Erik eigentlich? Aber super geil warm, ne? Ich weiß nicht, der will irgendwie. Eigentlich, weißt du, was geil wäre, wenn wir jetzt so einen Einweggrill hätten und hier auf dem Messegrill grillen können? Auf der Bühne. Nee, da oben. Da oben, da oben. Das wäre richtig, das wär richtig wir geil. Haben, wir haben schon gesagt, es ist eigentlich schade, dass die Messe das nicht nutzt. Eigentlich könnte man. Wir haben so viele Bühnen hier. Warum kann man nicht einfach als Standparty hier draußen ein Konzert geben? Eine echte Band spielen? Ja. Das wäre wär so ein Highlight. Das hat Erik gesagt. Das wäre wahrscheinlich zu viel Live-Sound. Ja, das wäre voll. Und dann machst du halt in der Halle, hat er auch gesagt. Das wäre total geil. Ja, aber hier draußen in so einer Bühne, viel geil. Wenn du, Ach, wenn du hier die so Idee ein, war gut. Deswegen. Weißt du, wenn du hier so ein Tokio-Hotel spielen lässt oder so. Ordentliche Bands, Jan. Ordentliche. Ja, ne? Und wir sind jetzt wieder total. Geh jetzt zu Voice. Wir gehen jetzt mal zu Voice. Bis später. Und will man die Rolltreppe nehmen? Natürlich ist sie schon aus.
Man muss ja Strom sparen, wenn die Gäste nicht mehr da sind. Aber überall Licht brennen lassen. Hallo Leute! Ja, danke fürs Winken. Das ist voll anstrengend. Aber... heilig sprechen, du. Aber wir sind gleich oben. Yippie! Also wenn das so weitergeht, dann sind wir gleich wieder nicht da. Oh. Wer denkt sich sowas aus? Weiß ich nicht. Aber jeder kommt hier an wie der Leiche. So, Messe ist leer, trotzdem gucken wir uns noch ein paar Dinge an. Ein Android-Modul von DB Tech, was mich jetzt nicht sofort enttäuscht, was bei der Firma manchmal leider der Fall ist, weil sie halt geile Treiber haben, aber irgendwie beim Gehäusebau bei Android manchmal ein bisschen verdabbeln, sage ich mal. Aber das ist schon nicht verkehrt. Ein 3-Wege-System, wir haben hier 12 Zoll, wir haben hier 5 Zoll und wir haben hier, ich denke mal 1,4, ich weiß es nicht genau, ich habe kein Datenblatt hier, aber zeig mal 1,4, dann mal 6,5, 6,5 sogar. Und dann mal 12 Zoll. Ja, machen wir. So, guten Abend Leute, das ist jetzt Nico hier im extrem super beleuchteten Zimmer hier beim Schnitt. Und zwar, ich habe vergessen, eine Abmoderation zu drehen. Jan, glaube ich, auch. Haben wir von einem Auto, ist es aufgefallen oder kurz bevor wir nach Hause gefahren sind. Deswegen sage ich jetzt erstmal hier, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder. Dieser heutige Vlog war jetzt nicht ganz so spannend wie die anderen. Die anderen davon fand ich besser. Aber morgen ist das User-Meeting. Beziehungsweise, wenn ihr das Video jetzt seht, kommt morgen der nächste Vlog raus, wo das User-Meeting war. Und ich glaube, dieser Vlog wird auf jeden Fall deutlich spannender. Wir haben nämlich noch eine Community, die wir treffen, haben noch ein bisschen was vor. Und eventuell bekommen wir eine Backstage-Führung bei PRG. Und das wäre natürlich richtig, richtig geil. Ja, deswegen bleibt nur zu sagen, nochmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, macht's gut. Bis dahin, ciao.